Fettbasierte Pomade ist wohl das geilste Styling-Produkt für diese authentischen Oldschool-Styles. Aber das kleine Problem, was mit vielen fettbasierten Pomaden auftritt, ist, dass sie sehr, sehr schwer aus den Haaren rauszuwaschen sind. Und deshalb hat mich einer von euch letzte Woche gefragt, in einem Kommentar, ob ich dazu mal ein Tutorial machen kann, wie man sowas denn rausbekommt aus den Haaren. Und ich möchte euch in diesem Video ein kleines Hausmittelchen zeigen mit dem Männer seit Jahrzehnten schon Pomade aus ihren Haaren restefrei rausbekommen. Alles, was ihr dafür braucht, sind drei Zutaten. Und zwar einmal Öl. Ich habe hier einfach Olivenöl aus der Küche genommen. Dann ein Shampoo. Da habe ich hier das Mr. Pompadour Peppermint Shampoo. Und ein Glas oder ein Behältnis, in dem ihr das Ganze mischen könnt. Und was ihr dann macht, ist ganz einfach. Ihr füllt das Glas so ein kleines bisschen mit Olivenöl. Na, so ein paar Zentimeter. Ah, einen halben Zentimeter. Genau. Und dann nochmal die gleiche Menge mit dem Shampoo. Für härtere Pomaden, die sind meistens ein bisschen schwerer noch rauszuwaschen als so weiche Pomaden, nehmt ihr übrigens lieber ein bisschen mehr Öl als zu viel Shampoo. Und dann macht ihr einfach Folgendes: Ihr nehmt euren Finger und vermischt das Ganze, bis es eben eine gleichmäßige Konsistenz hat. Ich hoffe, das kann man sehen. Sieht wahrscheinlich mega zweideutig aus. Ja, und dann verteilt ihr dieses spermaähnliche Zeug einfach in euren Haaren. Meine Haare sind noch nicht nass. Ich werde die jetzt gleich einfach danach dann stückweise auswaschen. Deshalb, das kommt so in die trockenen Haare rein. Das ist das Leckerste, was man tun kann. So, wenn das Ganze so ein bisschen eingemanscht ist, wie man bei mir sehen kann, dann könnt ihr im Prinzip das warme Wasser anmachen und dann einfach Stück für Stück das Ganze aufschäumen. Das heißt, ihr geht einfach unter den Wasserhahn runter oder eben in der Dusche und schäumt das Ganze so von vorne bis nach hinten und von den Seiten bis nach oben irgendwie auf. Wascht das von eurem Kopf, dann trocknet ihr eure Haare und dann werden wir gleich im Endergebnis sehen, ob noch Reste von der Pomade im Haar vorhanden sind oder eben nicht. So, und das ist das Endergebnis. Meine Haare sind gewaschen und getrocknet und ich würde sagen, jo, das Hausmittel hat den Test auf jeden Fall gut bestanden. Das war's doch eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr müsst demnächst nicht mehr mit noch klännigen Haaren irgendwie durch den Tag laufen, weil ihr einmal Pomade ausprobiert habt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.